Hi, ich bin Philipp, das ist Digifernunterricht. Ich möchte heute über die Frage sprechen, wie Videokonferenzen in großen Teams durchgeführt werden können, an Schulen etwa, mit allen Lehrkräften, die beteiligt werden sollen oder auch sonst. Natürlich gibt es Gelegenheiten, wo sich viele Menschen treffen und Entscheidungen gemeinsam fällen müssen, Entscheidungen vorbereiten müssen, wo Inhalte auch vermittelt werden. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Und zwar zunächst ist der ganz entscheidend, dass es nicht eine Person gibt, die die Moderation macht, sondern dass es mehrere Personen sind. Es sollten mindestens drei sein. Drei sein, die eine in der Mitte moderiert, verbal, dass die ganze Besprechung. Sie spricht, sie leitet über zu den nächsten Teilen, sie stellt Personen vor, sie liest Fragen vor, die im Chat gestellt worden sind. Also die Person, die wirklich auch sichtbar durch die Konferenz führt. Dann gibt es eine Person, die schriftlich Kommentare begleitet, die dort auch Fragen wahrnimmt, weiterleitet an die Person, die moderiert, sie darauf aufmerksam macht, auch auf Anfragen schriftlich antwortet, wenn das möglich und nötig ist, vielleicht auch bei kleinen technischen Problemen helfen kann, so im Chat, den es da gibt. Und dann auf der rechten Seite soll es eine Person geben, die den Warteraum betreut, die da Leute einlässt, die später kommen, die auch fürs Muten vielleicht zuständig ist, das heißt, alle Mikrofone stumm schaltet. Vielleicht auch schaut, ob die Menschen, die wirklich berechtigt sind in diesem Meeting sind, dass vielleicht in gewissen Phasen auch Leute wieder aus dem Meeting entfernt werden, wenn sie nicht zuhören dürfen, zuhören sollen, wenn da wichtige Entscheidungen gefällt werden müssen. Diese Aufteilung kann natürlich erweitert werden, also es kann überall Co-Moderation geben bei Meetings, wo sehr viele Fragen gestellt werden müssen, müssen das vielleicht auch mehrere Personen managen. Wenn Meetings aufgezeichnet werden müssen, dann ist diese Funktion des Aufzeichnens nochmal eine gesonderte Aufgabe im Moderationsteam, die jemand übernehmen muss, weil das mit den Bildschirmansichten, die man da verwendet fürs Aufzeichnen, nicht ganz unproblematisch ist. Da braucht es Kenntnisse und einen guten Rechner, der das sicher auch aufzeichnen kann. Es ist wichtig, dass das Meeting nicht dazu da ist, um Präsenz zu erzwingen. Bei vielen Meetings an Schulen, Konferenzen ist es so, dass man Inhalte ganz sicher jemandem mitteilen will und deshalb erzwingt man Präsenz und liest dann Dinge vor, die alle einmal gehört haben sollten. Das ist digital wenig sinnvoll, vielleicht auch nicht digital wenig sinnvoll. Das hat ein paar Konsequenzen. Das heißt, wenn man keine Präsenz erzwingt, dann können die Personen, die einfach nur zuhören, die können Mikrofon und Kamera ausmachen. Also man muss niemandem zuschauen, wie sie zuhören. Das bringt nichts und führt auch zu einem unnötigen Stress. Man sollte lange Reden und Vorträge grundsätzlich vermeiden. Ich erkläre dann gleich, wie man die ersetzen kann oder ersetzen sollte. Und man sollte die Besprechung kurz halten. Ich denke, so ein großes Meeting, wenn das zwischen 30 und 45 Minuten dauert, dann ist das absolut ausreichend und man muss schauen, dass man es in dieser Zeit auch tatsächlich durchbringt. Vielleicht eine Stunde absolutes Maximum für so ein Meetings, wo es um Entscheidungsfindungen und Besprechungen geht. Wenn Inhalte vermittelt werden sollen, dann ist es sinnvoll, Präsentationen aufzunehmen, vorgängig kleine Videos zu machen oder einfach Folien zugänglich machen, vielleicht auch einfach Dokumente. Und dort aufschreiben, was nötig ist. Das hilft dabei. Vielleicht kann man auch vorgängig Struktur des Meetings, Tagesordnungspunkte abgeben, so dass ein sehr fokussierter, strukturierter Durchgang durchs Meeting möglich ist. Alle wissen, was sie erwarten und einzelne Punkte auf dieser Tagesordnung können dann eigentlich mit Materialien gefüllt werden, die schon asynchron vorgängig zur Verfügung gestellt werden. In der Konferenz, denke ich, sind zwei Grundregeln sinnvoll. Wer redet, schaltet die Kamera und das Mikrofon an, damit man die Person auch tatsächlich sieht. Das muss man eingangs auch kurz sagen. Also wenn ihr was sagen wollt, bitte kurz Mikrofon, Kamera anschalten, damit man euch auch tatsächlich sieht.
Und wenn ihr Fragen stellt, dann bitte im Chat den Betreff kurz notieren. Also sagen, ich habe eine Frage zum Dokument 13b. Und dann kann man aufgerufen werden. Dann sagt die Moderatorin, sagt dann, Philipp, du hast eine Frage zu Dokument 13b. Dann sage ich, ja genau, ich wollte mal fragen, auf der Seite 2 steht das und das, verstehe ich nicht ganz. Also, dass man so auch fokussiert durch die Fragen durchgehen kann. Bei großen Meetings bringt es nicht zu sagen, wer hat noch eine Frage und dann muss man sich melden. Das gibt zwei Gründe, weshalb es nicht funktioniert. Erstens ist die Hürde viel zu groß, vor allem dann zu sagen, naja, ich hätte noch eine Frage. Zweitens kann es sein, dass mehrere Menschen dann gleichzeitig sprechen und diese Koordination sehr, sehr schwierig ist, weil man sich kaum anschauen kann und nicht merken kann, wer hat jetzt den Vorrang. Also es müssen dann, wenn es mehrere sind, mehrere verzichten. Deshalb bietet sich diese Chat-Technik an, dass man die Fragen nur dann aufnimmt, wenn eine Person aufgerufen wird und die aufgerufen werden, die sich im Chat gemeldet haben. Entscheidungen sollten vorstrukturiert werden, und zwar, also Entscheidungsfindungen, es sollte wie klar sein, in welchen Stufen läuft diese Entscheidungsfindung ab. Und diese Vorstrukturierung kann sehr gut auch mit digitalen Tools erfolgen, sodass schon eine asynchrone Meinungsbildung möglich ist, also dass man beispielsweise vier Varianten vorstellt und dann die mal diskutieren lässt, dass man vielleicht Vor- und Nachteile der Varianten aufschreibt, das irgendwie so zusammenstellt, dass es alle sehen können, was jetzt sind die Punkte, die am häufigsten genannt worden sind. Man kann natürlich kleine Umfragen machen, man kann mit Kialo Argumente auch notieren lassen. Bei Kialo kann man auch sehr gut abstimmen. Von da stimmt auch dieses Bild, also ein Tool, das wirklich hilfreich ist, um Entscheidungsfindungen und Diskussionen zu Sachfragen auch zu moderieren. Und dann im Meeting ist es wichtig, die Entscheidungen auch mit digitalen Tools zu unterstützen. Also ganz einfache Abstimmungstools beispielsweise oder Umfragen, die man durchführen kann. Man kann mit Mentimeter, kann man sehr, sehr viele Entscheidungsoptionen auch ermöglichen und das lässt sich leicht in einer Videokonferenz auch ausspielen, auch einblenden, was die Resultate einer bestimmten Umfrage sind. Natürlich, wenn es jetzt ganz wichtige Entscheidungen sind, die gewissen rechtlichen Formalitäten genügen müssen, dann lassen sich nicht alle Tools einsetzen, weil es dann teilweise auch sein kann, dass man Links weitergibt, externe Personen einlädt. Also sobald es rechtlich wirklich verbindlich und heikel ist, dann würde ich sehr gut aufpassen und mich auch vom Rechtsdienst beraten lassen. Das kann ich jetzt hier nicht sagen, wie das für jede Schulform sinnvoll ist. Wenn es um geht, wirklich Gespräche zu führen, dann müssen Breakout-Sessions verwendet werden, damit diese Gespräche auch wirklich laufen. Ich würde empfehlen, nicht mehr als 8 Personen in solchen Breakout-Rooms zu haben, dass man sich dort dann auch wirklich unterhalten kann über ein Thema, dass vielleicht auch Meinungsbildung erfolgen kann und von dort können dann natürlich auch wieder gewisse Erkenntnisse in die ganze Gruppe zurückfließen. Also, dass man dann sagt, ja, jede Breakout-Gruppe erzählt kurz, was sie diskutiert haben, formuliert wie eine Erkenntnis, die sie gehabt haben. Ich denke, das ist sinnvoll, gerade wenn es um Konzeptarbeit, um Vernehmlassungen und so weiter geht. Zweiter Punkt ist, vielleicht ist dieses ganze große Treffen gar nicht nötig, weil man fokussiert in Arbeitsgruppen arbeiten kann, dass man wie sagt, ihr kümmert euch mal jetzt um dieses Thema, macht einen Vorschlag und dann lässt ihr auch Fragen zu, dass sich alle informieren können. Aber es ist gar nicht nötig, dass wir uns jetzt in diesem sehr großen Kreis treffen, sondern es ist dann produktiver, kleinere Meetings zu haben und dort ist dann die Technik bei Videokonferenzen eine ganz, ganz andere. Es ist dann wirklich ein Gespräch möglich, wenn sich auch 5, 6, 7, 8 Personen treffen, statt 50, 60, 70, 80. Das ist eine ganz andere Dynamik, die sich da ergibt. Ja, jetzt habe ich das Bild da gleich über das Wort Rechnen gelegt, um gleich zu veranschaulichen, worum es geht. Also, wenn man ein großes Meeting hat, man muss damit rechnen, dass viele Dinge nicht klappen. Das heißt mal, ich kann gut zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Also, wenn ihr erstens ein Moderationsteam habt, dann müsst ihr jede Funktion, die es da gibt, so
redundant planen. Das heißt, wenn ich jetzt moderieren sollte, bei mir stürzt der Rechner ab oder die Kinder stören oder das Internet läuft nicht so schnell, wie es sollte, dann sollte jemand einspringen können und sagen, naja, bei Philipp läuft das nicht, ich moderiere das Ganze jetzt. Wenn jemand für den Warteraum zuständig ist, aber kommt nicht ins Meeting rein, hat die Berechtigung verloren für den Warteraum, dann sollte jemand die Aufgabe übernehmen können, sehr schnell und unbürokratisch. Das heißt, dieses Moderationsteam muss wirklich so aufgestellt sein, dass mehrere Menschen diese Funktionen auch übernehmen können. Dasselbe gilt natürlich für Tools für Entscheidungsfindung, wenn das nicht so klappt, wie es klappen sollte. Und ich denke, das haben wir jetzt alle erlebt in den letzten Wochen und Monaten, dass oft Dinge nicht so klappen, wie sie klappen sollten, dass man dann einfach sagt, gut, dann machen wir es anders oder wir verschieben es aufs nächste Mal, dass man nicht völlig aus dem Konzept gerät und nicht mehr weitermachen kann, nur weil etwas nicht funktioniert, sondern dass man wieder davon ausgeht, ja, gewisse Dinge werden nicht so funktionieren, wie sie sollten, aber wir finden eine Lösung, wir können trotzdem zu einem befriedigenden Ergebnis dieses Meetings kommen, auch wenn es diese Probleme gibt. Das wären so für mich die grundlegenden Punkte, um größere Arbeitstreffen, größere Treffen unter Lehrerinnen und Lehrern zu produktiv zu gestalten. Wenn ihr weitere Hinweise habt, dann freue ich mich sehr, die zu hören und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.